Glaubwürdigkeit gehört eben auch, dass man die Voraussetzungen anspricht, unter denen man arbeitet. Und da bin ich bei einem Thema, über das hier in Hessen auch entschieden wird, nämlich beim Thema der sogenannten Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist in einer Ausgeburt des Neoliberalismus. Insofern ist es geradezu peinlich, wenn die Sozialdemokraten hier in Hessen die Schuldenbremse mit den anderen Hartz-IV-Parteien rechtfertigen gegen den Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist doch geradezu peinlich. Und ist das nicht ein Witz, dass die Schuldenbremse in einer Zeit vereinbart haben, in dem sie dann Hunderte von Milliarden an Rettungsschirmen aufgespannt haben? So als seien das keine Verpflichtungen, so als hätten die mit all der Diskussion überhaupt nichts zu tun. Eine Schuldenbremse bei Beibehaltung des gegenwärtigen Geldsystems ist lächerlich. Ist die Ausgeburt, ich möchte mal sagen, schwachsinnigen Denkens. Ja, es können nur Schwachsinnige denken. Oder glaubt wirklich einer, wenn jetzt die Deutsche Bank mal floppt, dass dann eben eine Schuldenbremse hier durchgehalten werden kann? Man hat es doch gesehen überall, als die Hypo Real Estate, man muss ja auch immer Fremdwörter kauen, damit wir den ganzen Unsinn nicht, als dieses komische Institut, ein privates Institut, als dies jetzt eben schwierig war, mussten sie 100 Milliarden bereitstellen. Da quatschen die über Schuldenbremse. Deshalb ist das schon ein Grund, die Linke hier bei der Kommunalwahl stark zu machen, weil sie die einzige politische Partei ist, die diesem Schwachsinn nicht erlegen ist, die noch gesehen hat, da werden Hunderte von Milliarden bereitgestellt. Wenn es darum geht, Banken zu retten, gibt es überhaupt kein Maß mehr. Und in solchen Zeiten kann man doch nicht so tun, als gäbe es eine Sonderabteilung, bei der die Schuldenbremse noch einzuhalten ist. Nein, die beste Schuldenbremse ist, das Geldsystem neu zu ordnen, um sicherzustellen, dass morgen nicht wieder hunderte Milliarden bereitgestellt werden müssen, um marode Banken zu sanieren und aufzubauen. Deswegen gehört zu unserem Ansatz auch dazu, dass wir ein gerechtes Steuersystem, endlich ein Steuer- und Abgabensystem für die Bundesrepublik Deutschland fordern. Und dieses gerechte Steuersystem besteht aus zwei Säulen, wie ich also immer wieder sagen muss. Die eine Säule wird dann in öffentlicher Berichterstattung verschwiegen. Die eine Säule heißt Steuersenkung für den mittleren Bereich der Arbeitnehmerschaft, weil die über Gebühr Steuern zahlen müssen, aber in gleichem Atemzug Steuererhöhung für Vermögende und Besitzende und Börsenspekulanten und so weiter und so weiter. Das ist die Steuergerechtigkeit, die wir vorschlagen. Wir haben jetzt von 40 Millionen Beschäftigten, haben wir 22, die noch normale Arbeitsverhältnisse haben. 22 Millionen. 18 Millionen haben irgendwie nicht normale Arbeitsverhältnisse, sind befristete Leiharbeit, Niedriglohn, was es da alles gibt. 18 Millionen. Und da ruft die Partei Die Linke auf, sich zur Partei des Normalarbeitsverhältnisses zu erklären, eines Arbeitsverhältnisses, von dem man leben kann und eine Familie ernähren kann. Ich rufe die Linke auf, das zum zentralen Programmpunkt zu machen. Und die anderen Parteien dabei zu stellen, denn sie haben das Normalarbeitsverhältnis zerstört, wenn ich heute sehe, nochmal in den Hartz-IV-Verhandlungen, dass die Sozis da rumrennen und sagen, die Leiharbeit muss begrenzt werden. Ja, um Himmels Willen, wir haben der Leiharbeit Tür und Tor aufgestoßen in Deutschland. Das war doch auch der Gabriel und der Steinmeier. Haben die Amnesie, wissen die nicht mehr, haben die Gedächtnisverlust. Und dann sagen sie, ja, wir kriegen keine Kinder mehr. Wir haben keine Familie mehr. Das ist wiederum ein Ausdruck eben mangelnden Denkvermögens. Muss mich ja mäßigen. Da können Sie sich nicht vorstellen, dass junge Leute, wenn sie nur befristete Arbeitsverträge haben im Niedriglohnsektor, dass sie keine Familie gründen können. Denn dann braucht man längerfristig die Gewissheit, dass man Geld im Konto hat. Ist das so schwer zu begreifen durch die anderen politischen Parteien? Es
gibt etwas, ich habe vorhin von demokratischer Erneuerung gesprochen, es gibt etwas, was mich also täglich umtreibt. Die Frage nämlich, oder die Beobachtung, dass wir aufgrund der verfehlten Politik der letzten Jahre so eine Art Resignation in Deutschland haben. Dass viele Menschen gar nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, ich wiederhole das Klischee nur einmal, ist ja egal, die machen ja doch alles selber. Und dass etwas verloren gegangen ist aufgrund einer mangelnden Protestkultur in Deutschland, was wir brauchen, nämlich die Empörung. Und da sage ich auch ein kritisches Wort. Und da sage ich auch ein kritisches Wort an die Adresse von uns Gewerkschaften. Ich sage uns Gewerkschaften, ich bin seit Jahrzehnten Gewerkschaftsmitglied. Das kritische Wort sagt, es genügt nicht gegen Hartz IV oder die Rente mit 67, was wir es auch immer, eine große Protestkundgebung zu machen, 100.000 sind da, einer redet, alle klatschen, geht mal nach Hause und Bier trinken. Das genügt nicht. Wir brauchen Aktionen, wir brauchen den politischen Streik in Deutschland wie in allen anderen Ländern Europas. Wieder etwas wie Empörung. In Frankreich ist eine Schrift 1 Million Mal jetzt aufgelegt worden. Sie hat immer mehr Zuspruch und sie wird jetzt ins Deutsche übersetzt. Eines 93-jährigen Deutsch-Juden, der in Paris groß geworden ist, Stefan Hesse. Und diese Überschrift heißt Indignez-vous, zu Deutsch, empört euch. Ja, das möchte ich vielen zurufen. Empört euch doch endlich mal wieder gegen Hartz IV, gegen die Agenda 2010, gegen Kriegspolitik und so weiter. Zerstörung der Umwelt. Empört euch, wenn die Rechtsradikalen wieder frech werden und demonstrieren. Ich fordere euch auf, die Antidemonstration in Dresden zu unterstützen, vielleicht auch mit einer Spende, damit wir den Rechtsradikalen entgegentreten. Empört euch! Und vor allen Dingen engagiert euch wieder politisch, werbt dafür. Wir dürfen nicht ein Volk werden, das auf den Zuschauerbänken Platz genommen hat oder vor der Glotze sitzt. Wir brauchen gesellschaftliches Engagement. Und den Mitgliedern der Linken sage ich, seid stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wer hätte das denn vor 3 Jahren gedacht, dass wir so weit kommen, und kämpft weiter. Und wenn ihr an der Wirtschaft steht und irgendjemand sagt, was, du bist bei den Linken, dann guckt nicht unter euch, sondern guckt ihm ins Gesicht und sagt, was du noch nicht, dann wird es aber Zeit. In diesem Sinne, Glück auf und viel Erfolg für die Kommunalwahl. Unterstützt unsere Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hatten das letzte Mal 150 neue Mandate. Wir wollen jetzt vielleicht sogar das Doppelte kriegen. Bitte leistet dazu einen Beitrag. Wir brauchen eine starke Linke, damit Deutschland sozialer wird.